Wie heißt du, mein Junge? Thomas. Thomas Angelo, Sir. Frank meinte, du hättest Ärger gehabt. Ja, Sir. Mein Taxi wurde ziemlich demoliert. Morellos Schläger waren hinter ihm her, weil Tommy uns geholfen hat. Dieses Taxi. Du lebst davon. Ja, Sir. Ich fühle mich hier verantwortlich. Also gebe ich dir ein kleines Darlehen, damit du dieses Taxi reparieren kannst. Das ist sehr freundlich, Sir, aber ich möchte keine Almosen. Was willst du dann hier? Ich will die Bastarde, die mein Taxi kaputt gehauen haben. Hast du gehört, Frank? Er will meine Erlaubnis, um sich zu prügeln. Ja, hab's gehört. Okay, Tommy Angelo. Morellos Gorillas treffen sich immer in seiner Bar. Polly, du kennst sie. Sicher, Boss. Gut, dann gehst du mit, Tommy. Sie parken auf diesem Platz neben der Bar. Zerbeult ein paar Blechkisten. Schickt Morello eine Nachricht. Er kann keine ehrlichen Arbeiter in meinem Viertel angehen und ungeschoren davonkommen. Danke, Mr. Salieri. Ich enttäusche Sie nicht. Und Tommy? Wenn du zurück bist, sprechen wir über deine Zukunft. Hier kennt dich sonst keiner. Also vorsichtig, okay? Klar. Ist der Boss schon fertig? Hallo zusammen. Hier ist Anouk. Es geht weiter mit Mafia. Ja. Wer ist denn neu? Wie wir gesehen haben, es ist gerade gar nicht so einfach für Tommy, im Prinzip sowohl in seinem alten Leben wieder Fuß zu fassen und ja, ich glaube, worauf er sich hier tatsächlich einlässt, ob ihm das so bewusst ist. Don Saleri, ich schreibe Ihnen, um meine größte Freude darüber kundzutun, dass Sie die Hochzeit meiner Tochter besuchen werden. Lassen Sie mich bitte wissen, wenn Sie besondere Vorkehrungen für das Fest wünschen. Es wird ein wunderbarer Tag werden und er wird ganz besonders unvergesslich sein, wenn die ganze Welt sehen kann, dass Sie diesem Anlass Ihren Segen spenden. Ihr treuer Freund Giovanni Romano. Na, fündig geworden? Wir tun ihm einen Gefallen. Nee, ich... Wird er den Boss? Ich beobachte dich. Klar? Nee, so schnell verlierst du deinen Job nicht. Ich hasse dich. Zeitung vom 23. September 1938. Die Prohibition bleibt. Herstellung und Verkauf von Alkohol bleiben illegal. In einer Rede vor versammelter Presse hat Präsident Herbert Hoover heute bekräftigt, dass das edle Experiment Prohibition bestehen bleibt. Als Reaktion auf Kritik der Demokraten hat Hoover außerdem dem Prohibitionsamt mehr Mittel versprochen, um Wucher und Spuckel zu unterbinden. Dieses Warten stinkt langweilig. Der Boss sagt, du bist noch nicht bereit fürs Abkassieren. Wie ist das? Was soll man machen? Ich weiß nicht, der Taxifahrer, weißt du noch? Sie. Von mir bekommst du keine gute Antwort. So. Jedenfalls muss ich jetzt los. Okay, komm hier durch. Ich bring dich zuerst zu Vinnie. Er ist ein Großmaul, aber Frank und Herr Don kennen ihn schon ewig. Was macht er? Wir kommen zu ihm, wenn wir etwas Gröberes vorhaben. Er sorgt dafür, dass wir ausgerüstet sind, wenn es Probleme gibt. Okay, ein Mann fürs Grobe, sehr interessant. Ist irgendwie wirklich schneller laufen. Buongiorno, Vincenzo. Ciao, Polly. Ah, die wird singen. Wer ist okay. Das? Vinny, das ist Tommy Angelo. Wir haben einen kleinen Auftrag. Okay, gut. Hey. Ja, ist einer begeistert für seinen Job. Nein, nur was, um ein paar Autos zu verschönern. Da hab ich genau das Richtige. Der Klassiker für Sofa. Wenn der Schläger nicht das Richtige ist, sind hier ein paar Cocktails.
Ei. Vorsicht damit. Nicht die Nasenhaare versengen. Alles klar. Dich kennenzulernen, Tom. Gib mir Bescheid, wenn Pauli dir das Leben schwer macht. Ich kümmere mich um ihn. Ah, danke fürs Angebot. Ralphie ist in der Garage. Er ist sowas wie ein Idiot, aber er kann mit Autos umgehen. Keine Ahnung, wie dieser Schwachkopf Motoren zum Schnurren bringt, aber bei der Sache ist er ein Zauberer. Okay. Oh nein! Sieht ein Köpfchen aus dem Arsch! Was zur Hölle, Pauli? Du kannst dich nicht einfach so anschleichen. Tut mir leid, Ralph, ich wollte dich nur aufziehen. Du humpelst ja noch. Jetzt arbeiten zwei Krüppel hier. Wir haben nichts gemeinsam. Kapiert, Ralph? Sicher, Pauli. Tommy. Tommy ja. Angelo. Freut mich. Ja, das hat er gut gemacht. Ja. Ralphie ist nicht ganz dicht. Aber gib ihm ein geklautes Auto und er macht's zu deinem. Tom und ich haben einen Job und brauchen eine Karre. Hier, Pauli. Er ist kein Hot Rod, aber bring dich durch die Stadt. Okay, los geht's. Du fährst. Und hör endlich auf, hier rumzufaulenzen. Ach, der arme Kerl arbeitet doch. Sei doch nicht so streng. Irgendwann schneide ich dein Bremskabel durch, Arschloch. Oh, das ging flüssig. Keine Ahnung, warum Ralph uns diese Kiste gegeben hat. Da will ich dir das gute Leben zeigen und du musst eine Karre fahren, die meine Mutter vor 20 Jahren gekauft hätte. So wie ich Ralph kenne, hat er sie aus ihrer Garage geklaut. Das Auto ist in Ordnung. Mal was anderes als ein Taxi. Du musst nicht höflich sein. Das Ding ist eine Dreckschleuder. Also, war das hinten im Laster Whisky? Ja, neuer Lieferant. Ihr macht das am helllichten Tag? Normalerweise nicht. Aber das war ihre erste Lieferung. Und die Bullen sind nicht so blöd, in unserer Gegend herumzuschnüffeln. Morello, der Kerl, dessen Autos du abfackeln wirst, hat mehr Freunde bei der Polizei als wir. Aber solange wir vorsichtig sind, ist alles in Ordnung. Pass gut auf. Der kanadische Whisky, der hier ankommt. Sag einfach, wenn du eine Flasche willst. Wir behalten immer was für Freunde. Ich bin kein großer Trinker. Früher habe ich mir gepanschten Gin reingeschüttet. Aber das Zeug ist gefährlich. Über uns kriegst du jetzt den guten Stoff. Davon bist du sicher nicht blind. Er lässt mich sogar raus. Ja, ist schon gut. Frau am Steuer, damit muss man leben. Das ist nicht unser Fusel, Tom, sondern auch, wohin wir ihn liefern. Die Frauen in diesen Läden. Beste Tische, bestes Essen, beste Bräute. Das ist das Leben. Im Moment will ich nur den Schweinen den Tag versauen, die mir meinen versaut haben. Klar. Außerdem könnte all das Ärger bedeuten. Das Ärger, sagt gerade der Kerl, der Morellos Parkplatz abfackeln wird. Du hältst mir doch den Rücken frei. Kein Problem. Falls es schief läuft, lass sie lieber nicht dein Gesicht sehen. Oder du verprügelst sie so hart, dass sie es vergessen. Das sind ja super Aussichten. Oha. So, ich gebe auch schon gerade Vollgas. May gibt die Kiste nicht her, aber ich glaube, meinen Fahrkünsten entsprechend langt das auch. Ja, okay, haben wir geschafft, die Kurve. Ich gebe wieder Vollgas. Ja, okay, ein Blick auf die Stadt, auf die Skyline. Ja, also, so ähnlich. Also, ich weiß, genau. Da will ich euch was bieten und dann sowas. Komme ich fast von der Straße ab, aber gut. Ja, da schauen wir mal. Na gut, Tommy, ob das so eine super Idee ist. Zumindest, ja, rote Ampel, wird die Rückkehr ins alte Leben dadurch nicht leichter.
So, rote Ampel. Ja, wie gesagt, mein Rechner läuft wieder einigermaßen, aber ich habe ein paar Probleme bei der Aufnahme mit Verzögerungen und so weiter. Ich hoffe, dass ich das jetzt etwas besser hinbekomme. Ich spiele auch als noch ein bisschen an den Grafikeinstellungen. Ich weiß nicht, wo mein Computer das Problem kriegt. So, jetzt latschst du los, du Troller. So, da weiter geht's. Da links hoch. Hier. Genau genommen. Komm, gib Gas. Schaffen wir. So. Wir sind jetzt in Morellos Revier. Okay. Verläuft da so eine Linie zwischen seinen und Salieris Straßen? Nein, das verschiebt sich immer ein bisschen. Aber generell kümmern wir uns um Little Italy und seine Jungs um North Park. Und noch ein bisschen mehr. Wenn du auf dem falschen Gehsteig im falschen Teil der Stadt bist, spürst du richtig, dass du lieber woanders sein solltest. Du spürst es lange, bevor sie an den Straßenecken auftauchen, um dich mit ihren Blicken zu töten. Naja, wenn es nur Blicke sind, wäre es ja noch okay, aber irgendwie... Ich meine, immerhin wollten die ihn mit einem Baseballschläger massieren, ne? So, ist es da schon? Da müssen wir rein. Okay, wir sind fast da. Gut, dann. Morellos Schläger rauchen und plaudern vorne und bewachen die Karren nicht. Was für faule Hunde. Irgendein Gorilla steht immer Wache. Ist gewöhnlich nur ein kleines Licht. Komm schon, hier drüben. Reinschleichen und abfackeln. Sende eine Botschaft. Klar. Warum kommst du mit? Falls die Kugeln fliegen. Ja, ich glaube schon, die werden wahrscheinlich okay. Wir schleichen uns an. Du kannst doch leise sein, oder? Ja, genau so. Tja, er hat halt seine Leute. Da kommst du noch hin. Wenn uns niemand sieht, kann uns niemand abknallen. Ja, vielversprechend. Kletter über das Tor und auf ihr Dach. Ich lenk den Typen ab, während du dich von hinten an ihn heranschleichst. Okay. Fürs Ablenken habe ich ein besonderes Talent. Aber der Boss hat vielen Leuten in der Stadt ans Bein gepisst. Ist vorsichtig. Hauptsache, er rückt mit der Kohle rüber. Komm schon. Das macht er schon. Nichts zu tun. Okay. Nee, gut, du kannst wieder hochkommen, glaube ich. Also weiter zu diesen Autos. Schläge hoch und schön durchziehen. Okay. Oh, die Gesichter von diesen Idioten sind. Ach, verdammt! Oh. Hey, weg von dem Wagen! Ich mag dich! Willst du unbedingt sterben? Okay. Los, dann schnell! Von dem gibt's noch mehr! Heiz ihn mit dem Molotow richtig ein! So, So, das ist ja wieder. So war es gedacht. Ja, lässig aus der Hüfte. Ich hab's drauf. Wow. Das hat der ganze Block gehört. Wir müssen los. Wir nehmen Dinos Auto.
Woher weißt du, dass das sein Auto ist? Wenn ich dich nicht mag, dein Auto aber schon, weiß ich, wo du es abstellst. In Norfolk wurden brennende Autos und Schüsse gemeldet. Ja, kannst du bitte mal da einsteigen? Genau, ich hab's schon gemacht. Oh Gott. Geradewegs durchs Tor. Wir müssen verschwinden, bevor die Bullen auftauchen. Sie schießen! Kommt komm zurück, ihr Schweine! Wie soll ich denn hier lang? Da sind Bullen. Also, was machen wir? Wir fahren sehr schnell und werden sie dadurch los. Klingt gut. Was mache ich jetzt sauer, hier? Aber machen wir sie nicht richtig sauer. Ah, scheiße, scheiße. War das so gedacht? Ich weiß ja nicht. Okay, wir sind sie los. Bleib unsichtbar, bis sie abdrehen. Bleib unsichtbar, bleib unsichtbar. Ah, bleib unsichtbar. Das ist ja jetzt... Warte mal, jetzt doch hier rum. Nicht gerade mein einfachstes Ding. Bleib unsichtbar. Veranständig. Wir haben es fast geschafft. Fast. Veranständig, aber fahr. Alle Wagen, Verfolgung ist beendet. Suche die Luft ist rein. Zurück mit uns zum Boss. Okay. Dachte, Salieri hätte Cops auf der Gehaltsliste. Ein paar Streifenbullen schon. Aber Morello hat den Polizeichef. Ja, das ist natürlich das Ass. Also, hat sich's gut angefühlt? Was angefühlt? Den Kerl auszuschalten, Dinos Auto zu klauen. War's gut? Ja, schätze ich mal. Nichts geht über das erste Mal, Tom. Es gibt nichts Besseres. Ist das was für dich? Dieses Leben? Was juckt dich das? Hey, ich frag doch nur. Ich stell gerne Fragen. Ich glaub nicht, dass du und Sam jeden Tag nur Autos auf Parkplätzen knackt. Nee, mal ist viel zu tun, mal weniger. Mir war kein so sanfter Start vergönnt wie dir. Du durftest nie Dinos Kumpel verprügeln und sein Auto klauen? Nee, aber haufenweise andere Autos klauen. Und als ich von den Bullen erwischt wurde, habe ich mein Maul gehalten. Und eines Tages habe ich mich hinter der Bar mit Vincenzo plaudernd wiedergefunden. 10 Jahre später bin ich immer noch da. Aber jetzt habe ich einen Anzug und Vinny ist alt. Ich dachte immer, um in der Familie zu sein, braucht man Verbindungen. Ein Bruder oder Onkel oder... Ja. Bei manchen ist das so, klar. Ihr Cousin wurde aufgenommen oder wie Carlo, der den Don schon ewig kennt. Dadurch kriegt man anfangs gleich mehr Vertrauen geschenkt. Aber viele von uns kommen von der Straße. Ich sage dir, wir stellen dich dem Boss vor. Dann geben wir eine Runde aus. Ich habe noch nichts vor, also... Klar hast du nichts vor. Tja. Wir füllen Vinny sowas von ab, dass Luigi ihn durch die Tür rausrollen muss. Das... Klingt gut, ich bin dabei. Klar bist du das. Ah, weg! Weg! Das ist ein gutes Auto, weg! Was macht ihr da für eine Scheiße? Was wird denn das hier? Ach komm. Muss ja eh hier abbiegen. Schaffen wir. So. Oh, Polizeiauto, anständig fahren. Ja. Ja, entspannt euch mal. Ich bin diesen Großstadtverkehr einfach nicht gewohnt. Können wir doch anscheinend. Ich will auch hupen. So,
Da muss ich wohl offenbar rein. Ja. Ich würde ja das schöne Auto am liebsten ganz lassen, wenn es irgendwie geht. Schauen wir mal. Ja, aus alt und abgefuckt mach neu, ne? So, das hätten wir doch ganz gut hingekriegt. Was ist mit dem Auto passiert, das ich euch gegeben habe? Stehen gelassen. Warum? War eine üble Kiste. Die hier ist besser. Ein besseres Auto mit einem kaputten Fenster? Naja. Das hat noch nie geschadet. Tja, also irgendwie Waffenrad und so weiter funktioniert auch nicht immer. So, die stehen immer noch hier rum. Er ist also noch immer dabei. Aha. Irgendwie, ja. Hey, Boss. Ups. Ist erledigt. Keine Probleme? Keine unlösbaren, Mr. Salieri. Gut, Tommy. War Morello da? Ganz schön Kesselippe. Aber er wird ziemlich sauer sein, wenn er hört, was passiert ist. Der wird ein paar Wochen lang nicht mehr klar denken können. Tja, das ist der Unterschied zwischen mir und Morello. Ich bin Geschäftsmann. Ich mache alles hiermit. Jede Entscheidung, die ich treffe, ist gut für das Geschäft und meine Jungs. Aber Morello, ein Hitzkopf. Und der ganze Zorn schmort das Gehirn. Wenn er wütend wird, wird er dumm. Darüber braucht man sich bei Tommy keine Sorgen zu machen. Der war die ganze Zeit klug, Boss. Das höre ich gar. Mein Geschäft wächst. Einen Kerl wie dich könnten wir hier in der Bar brauchen. Du könntest Besorgung machen und achten, dass Rechnungen bezahlt werden. Wie wäre das? Es wäre eine Ehre, Sir. Gut. Ja, Tommy, ob du weißt, worauf du dich da wirklich einlässt? Also, Pauli und Sam haben schon für dich gebürgt. Aber du musst noch ein paar Regeln begreifen. Also hör zu, hör gut zu. Erstens, kein Gefluche in meinem Haus. Es gibt da draußen Millionen Wörter. Oh, Männer, die sich auf Scheiße, das wird schwierig für mich. Scheiße beschränken, sind ignorant oder faul. Zweitens, wir verkaufen keine harten Sachen. Ich will keine Junkies in meinem Viertel haben. Morello kann seine eigenen Leute vergiften, wenn er das möchte. Und ich will keinen Ärger mit den Cops. Wir haben nur ein paar in der Tasche. Und wenn du zu weit gehst, hast du den Rest im Nacken. Verstanden? Ja, Mr. Salieri. Dann bitte ich dich nur noch um eines, Tommy. Pauli und Sam arbeiten hier nicht, weil sie so stark sind. Da draußen gibt es größere und härtere Kerle. Und Frank hier bezahle ich nicht, weil er so schlau ist. Obwohl Zahlen wirklich sein Ding sind. Alle Jungs hier, in diesem Raum, haben das, was mir am allerwichtigsten überhaupt ist. Das Einzige, was uns allen wichtig sein sollte. Mhm. Weißt du, was das ist? Ja, Loyalität, hm? Sie sind loyal. Ganz genau. Bist du mir gegenüber loyal, lebst du auf großem Fuß, Tom. Aber missbrauchst du mein Vertrauen? Don Salieri, wegen mir müssen Sie sich nie Sorgen machen. Puh. Also gut. Willkommen in der Familie. Sehr gut. Jetzt habe ich Hunger. Luigi, essen wir. Mhm, Essen klingt gut. Willkommen. Unser Barkeeper Luigi kann nicht gut kochen. Aber seine Tochter Sarah, bellissima. Gut, dann wäre das Wichtigste auch schon geklärt. Okay, und ja, das hätten wir abgeschlossen und mit dem nächsten Part geht es dann beim nächsten Mal weiter. Ja, vielen Dank, dass ihr mir während des Ausfalls meines Rechners ja treu geblieben seid. Ich hoffe, dass er jetzt nicht wieder erneut crasht. Das ist alles noch ein bisschen wackelig und es läuft auch noch nicht ganz optimal und hakelfrei. Ja, gerne abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und ja, gerne kommentieren und lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ich freue mich.
Hoffentlich seid ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dann, eure Anouk.